Proxy Voting, also dass Eltern eine Stimme, eine zusätzliche Stimme für ihre Kinder bekommen, ist ja ein sehr radikaler Vorschlag auf den ersten Blick, weil es natürlich das Stimmgewicht von Eltern ganz massiv vergrößert in einer Wahl. Aber gleichzeitig ist der Vorschlag auch irrsinnig spannend, weil er natürlich dieses Prinzip, ein Mensch, eine Stimme, auch stärker in den Vordergrund stellt. Und gerade Kinder, auch wenn ihnen die Zukunft gehört, gehört ihnen derzeit eben noch nicht die Mitsprache über diese Zukunft. Und von daher ist es eine wunderbare Art und Weise, auch darüber zu diskutieren, dass wir gerade stärker auch den Zukunftsinteressen Rechnung tragen müssen. Aber gleichzeitig natürlich ein verfassungsjuristisch extrem heikler Vorschlag.